Okay, aber das heißt ja, also wenn wir es nicht irren, dann haben wir das Problem tatsächlich jetzt gefunden. Krass. Hätte ich ja ehrlich gesagt nicht mehr gedacht, dass wir das heute noch schaffen. Aber ich meine, irgendwo muss ja das Problem ja nun mal liegen. So. Weil ich nochmal gesagt okay, habe. Oh, guck mal. Sowas haben wir dann auch mal. So, hier kommt wieder so und dann kommt hier wieder so. Ja, jetzt ballert das durch, aber das ist eine Scheiße, Alter. Eine Scheiße. Oh mein Gott, wir sitzen da wie lange dran und oh. Und die Musik passt irgendwie auch gerade. Bisschen symbolisch. So. Was regt mich auch gerade auf, dass ich immer nicht sehe, ob ich jetzt hier schon Sachen drin habe oder nicht. Warte ich mal ganz so den Shade aus. Ich sehe immer nicht, ob da Wasser drin ist oder nicht. Mensch! Also asynchron? Asynchron? Hä? Asynchron, 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 asynchron. Es ist zwischen asynchron. Was willst du hier? So. Oh, Halleluja, ich hab's doch rausgefunden. Halleluja, ey. Ey, eine Scheiße. Wir haben jetzt wirklich, also man kann eigentlich sagen, eine Stunde haben wir uns damit beschäftigt. In der Zeit locker mein Haus bauen können. Aber danke, danke, dass du mir geholfen hast übrigens. Wollte ich nochmal sagen. Dass du so nett warst. Aber es war ja wirklich nicht absehbar, dass es jetzt am Ende wirklich so... Boah, ich hab noch Gummibärchen hier stehen und irgendwelche Browser, hab ich das vergessen, ey. Ich hatte auch noch... Achso, ja, ich hab mir so einen ekligen M2, den niemand haben möchte. Oh, sieht... Ja, verprügelt. Oh, wie flüssig das auf einmal läuft hier. So. So, zack. Obwohl, das Muster wird auch cool. Das wird jetzt so ein diagonales Muster. So ein diagonales Muster. Hat auch was. Nein, jetzt habe ich jetzt habe ich zwei Wasser verbraten. Schnittesen. Braten. So. Und jetzt kommt hier Wasser hin. Ups. Sofort die Freude hier auf. Ja, ist einfach so. Oh, ich bin einfach gerade etwas glücklich, dass wir das jetzt mehr oder weniger durch Zufall. So, ja, das Muster ist halt. Ist auch nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir sogar noch Symmetrien. Mal gucken. So, Lava. So, jetzt ist glaube ich schon richtig, ne? Ja, jetzt brauche ich noch zweimal Wasser. Die habe ich ja zwischenzeitlich verbraten, habe ich die. Ja, ich kriege leider nicht ganz gleichmäßig Muster hin, aber... Jetzt, Alter, ich bin echt mal gespannt, wie das jetzt hier gleich im Plus ist, wenn ich den ganzen Quatsch anschließe, Alter. Ja, das ist einfach so jetzt eine Massenproduktion hier gerade. Und es braucht auch nicht dampfen, wollte ich nochmal sagen. Hui. So, jetzt bitte nochmal was vor. Alter, der Plus... Oh! Alter, wie viel Energie! Alter, okay. Ja, das hat sich... Oh, zum Glück. Zum Glück habe ich das nicht alles jetzt voller Frust abgerissen hier. Das hätte euer Energie auch machen können. Ja, genau. So, und jetzt wie viel Plus? Auf beiden Seiten 100... Also ich hätte später mal Elektro... Also so ein Techniker dann... Reißen sie einfach alles ab. Ich habe ein Problem, meine Sicherung ist nicht hin. Komm ich so hin? Ja, ich habe ein Problem. Müssen sie da mal abreißen, neu bauen. Aber anders geht das nicht. Also ich habe jetzt auf beiden Seiten 185 und 188 plus. Ist glaube ich in Ordnung. Geil. Habe ich jetzt auf keinen. Oh, ich bin so ein Schwachmann. Nicht mehr, aber. Ich fang mal. So, es reicht auch langsam mit der Musik eigentlich, aber. Da, da ein Wasserchen hin und da ein Wasserchen hin. Dann. So. Da Imsen. Ja. Okay, und jetzt läuft das hier auch oben. Jetzt kann ich den hier an mich aufsetzen. Hallo? Oh. Danke. So, Extrakt. Ja. Geiler Scheiß. Es funktioniert. Guck mal, wie das jetzt von oben aussieht. Geiler Typ, ey. Geiler Typ, ey. Ja. So. Ja, es sieht von oben... Ach, am Ende guckt man eh nicht rein. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Es macht jetzt halt so eine Diagonale. Da mache ich auch mal... den Shader wieder an, hier. Welchen haben wir? Den hier.
Oh, das ist echt. Es tut so gut, diese andere Musik mal zu hören. Also ich glaube, es sind, ja, am Ende waren es immer so um die 100. Man hört, das wirklich, man hört sonst einfach wirklich immer die Live. Ja, es ist so. Ne? Es sind auch schöne Sachen dabei. Und wenn dann hier Dire Dire Dogs kommt, dann kriege ich auch wieder ein Tränchen im Auge. Aber irgendwann ist da auch dann, ist das ist die Tränendrüse, hat die keinen Bock mehr. Ist einfach dann zu oft. Ja. So, Instagram ist zu von mir. Jetzt macht wieder irgendjemanden. Ah ja. Oh, Punky. Ja. Punky hat was geschrieben in der Stotter Games Folge, die vorhin rauskam. Und zwar, achso, Cappuccino ist das Killerwort für Huben. Ja, es ist einfach so. Oh Gott, das ist echt ein blödes Wort. Kann man nicht anders sagen. Ja. So. Okay, also ich habe jetzt 1 Stunde und 7 Minuten gebraucht, um das Problem zu finden, es zu beheben. Das hat übrigens nur knapp 7 Minuten gedauert, oder überhaupt 5 Minuten gedauert. Aber was mich jetzt gerade am meisten interessiert ist, wenn ich jetzt mein altes System sozusagen abkappe, was ich dann hier oben für ein Plus habe. Das fände ich mal interessant jetzt. Jetzt ist ja auch überall Strom drin. Oh, das sieht so schön aus. So. Jetzt zeig mal hier, was haben wir hier für ein Plus? Was? Warte, wie bin ich jetzt im Minus? Ja, cool! Achso, das Ding ist voll? Ich verstehe schon wieder nichts hier. Ah, es kann schon sein, dass es halt doch nicht ausreicht. Also ich habe jetzt auf der einen Seite minus 2RF und auf der anderen Seite, warum auch immer, 0. Ich glaube, es ist echt blöd, dass ich zwei verschiedene habe, weil dann schicken die sich das andauernd hin und her. Da kann auch nur schief gehen. Aber ich meine, es hat bisher auch mal funktioniert. Okay. Wäre natürlich cool, wenn ich sozusagen 2 Stromkabel legen würde und jeweils 1 Stromkabel dann auch zu einem Dings gehen würde. Dann würde das nicht alles durcheinander fliegen. Wieso ist das denn jetzt voll und wieso bewegt sich da nichts mehr? Und wieso hat er hier andauernd minus 2? Der müsste das doch theoretisch dann von dem anderen ausgleichen, was er aber nicht tut. Wenn ich jetzt immer auf Insert mache, dann geht er in Plus. Aber massiv. Ach ja, weil er von unten jetzt zieht. Weil jetzt sozusagen von unten die Capacitor Bank leer zieht. So. Hier auf Extract mache. Ach so. Haha. Obwohl, doch nicht, haha. Warte, wieso, was macht er jetzt hier? Ich war gerade ein bisschen schnell. Okay, ja, genau. Also jetzt habe ich halt unten. Hä? Leg rum. Der Musikbot, ne? Ne, ich? Achso. Oh. Hä? So. Konrad? Ja. Hallo, Herbert? Oh Gott. Konrad? Ja, hallo, okay. hallo. Bei mir, glaube ich, Minecraft hat so hart geleckt. Okay. Ich habe gerade 1000 Mal meinen Knopf gedrückt und auf einmal kann alles auf einmal. Ich habe sich 30 Mal geöffnet. So. Sound war. Was ich jetzt gerade einfach mal. Oh fuck. Was ich gerade einfach mal gemacht habe, ganz, ganz gewitzt. Ich glaube, dass ich theoretisch, ne? Diese Capacitor Banks, die hier oben bei meinem System sind, die brauche ich eigentlich gar nicht. Weil, aus dem einfachen Grund. Wieso ist der jetzt leer? Egal. Weil aus dem einfachen Grund, dadurch, dass ja sowieso jedes einzelne, also die Musik gerade, das ist ja, dass ja jedes einzelne, was auch immer, jede einzelne Maschine hier sowieso extra Stromzufuhr hat, die ja direkt von unten kommt, kann ich mir die hier oben eigentlich klemmen, weil die eigentlich sowieso immer voll sind. Ich habe die jetzt spaßhalber mal komplett beide nur auf Insert gestellt, dass die sozusagen dauerhaft voll sind und dann eigentlich keine weitere Funktion haben und nur cool aussehen. Weil mein Zwischenspeicher strommäßig ist dann jetzt ja unten schon. Direkt. Also ich brauche die hier oben eigentlich überhaupt nicht. Die waren von Anfang an eigentlich komplett unnötig. Jedenfalls jetzt sind sie unnötig. Ob sie von Anfang an unnötig war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber egal, ich glaube, ich beschäftige mich damit jetzt erstmal nicht mehr. Okay. Ich gucke mal, ob das hier oben wirklich alles läuft. Was? Nein. Nein, nicht jetzt. Wieso ist jetzt wieder 0? Warum? Wieso? Nee, der ist im Plus. Wieso steht jetzt hier wieder... Okay, da steht 30. Hier steht 15.
Aber es geht nicht mehr so ab wie vorhin. Gott, ich will nicht wissen, was hier gerade wieder passiert. Wieso ist der jetzt im Plus? Jetzt ist der auch im Plus. Okay. Jetzt ist alles wieder gut. Vielleicht haben die auch einfach irgendwann keinen Bock mehr, das andauernd anzuzeigen, wenn man irgendwie in einem anderen Schrank ist oder so. Aber jetzt sind sie beide wieder im Plus. Okay, weil eben waren sie beide im Minus. Der eine im Minus. Keine Ahnung, solange der Strom hier nicht ausfällt, kümmere ich mich jetzt nicht mehr. Die Schnauze voll. So, mein altes System gibt keinen Strom mehr dazu. So, die Capacitor Banks sind beide voll. Und sie sind beide nur auf Input. Das heißt, die haben... Warte, die Musik nervt gerade. Die haben jetzt weiter keine Funktion mehr. Okay, ich hab die Schnauze jetzt voll. Ich schmeiße einfach alles jetzt hier rein, was ich nicht mehr brauche. Ach ja, aber ich habe mich letztens erdreistet, glaube, es war letzte Aufnahme, habe ich mir aus deinem System einfach mal alle von diesen Köpfen genommen. Von den Enderman-Köpfen. Ja, okay. Für meine komische Beleuchtung hier und ich brauche halt so unglaublich viele davon, ne? Und ich habe es. Können wir vielleicht nochmal deine Enderman-Farm aufstellen oder so? Ja, du, wenn ich mit meinem Haus fertig bin, würde ich auf jeden Fall auch wieder. Alles andere aufbauen und einfach schön machen. Ich habe ja noch 5. Genau, hat es irgendwie an irgendwas. Hat es, glaube ich, an irgendwas anderem gemangelt. Was mir gerade nicht mehr einfällt. Oder. Ich glaube, ich habe einfach gesagt, das mache ich offscreen, weil das so ewig dauert, da jeden einzelnen Quatsch einzeln zu schmelzen. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt. Wie spät ist das eigentlich? Ich habe irgendwie komplett das Zeitgefühl verloren. Okay, 10 schon. Okay. Warte, ich guck, glaube ich, nochmal kurz zu dir vorbei und dann würde ich, glaube ich, auch schon langsam aufhören. Warte, ja komm, die 7 Minuten mache ich noch. Okay, also, das Problem, nochmal abschließend jetzt, ist, ich glaube, wir haben das Problem gelöst. Es lag daran, dass sich das Warme und das Kalte gegenüberstehen müssen. Wie man auch sieht, unser altes Stromsystem ist jetzt auch gar nicht mehr daran angeschlossen. Also nicht daran, hieran schon noch, aber unsere ganze Maschinerie wird jetzt nicht mehr darüber versorgt. Ja, ich würde sagen, dann kann ich dieses Kapitel auch endlich abschließen. Bin ich tatsächlich ein bisschen glücklich drüber. Habe ich heute gar nicht meinen Bahnhof weitergebaut. Da habe ich nämlich angefangen, Herbert. Mit meinem Bahnhof. Okay. Beziehungsweise mit dem Fahrstuhl, der dahin führt. Damit habe ich letztes Mal angefangen. Hat auch sehr lange gedauert, weil ich mich wieder nicht entscheiden konnte. Dann werde ich da einfach nächstes Mal weitermachen mit. Oh Gott, die Musik. Hör auf. So. Dann komme ich jetzt nochmal zu dir. Gucken wir es nochmal an. Oh, die Musik. Sonnenaufgang. Das ist ein Traum, ist es. So. Aber das wird, glaube ich, sehr schön, wenn wir hier diese Burgerfarm. Oh, das ist ja richtig groß hier. Und da mit diesen Robotern, die hier über das Feld hirschen, das wird, glaube ich, lustig. Ah, guck mal, also ich finde, klar ist diese eine Rochen da unten die ganze Zeit nur auf dem Boden, aber irgendwie macht das schon ein bisschen was aus. Ich glaube, ich mache einfach mal jetzt, wenn ich die Zeit habe ich noch, ich mache einfach mal ganz kurz im Game Mode 1, bin ich mal so frei, und spawne einfach mal 3-4 Tintenfische rein. Was heißt denn mal Tintenfische, Herbert? Konrad, ich kann die Rezepte von Pam Saris schaffen nicht mehr sehen. Was? Warte mal. Also zumindest nicht mehr was aus einer Sojabohne kommt zum Beispiel, kann ich nicht mehr sehen. So. Wie schreibt man das? Im Englischen. Okay. Bean. Ach, sorry, okay. Was, also, was kannst du nicht? Was man daraus machen kann? Ja, kann ich nicht mehr. Ich kann das Rezept mit dem Presser nicht mehr sehen. Pressive. Ja, warte, ich guck mal. Also, was klickst du an, damit du was sehen kannst? Ich möchte wissen, weil wenn man Soybeans ja an diesem Presserpack von Farms Harvest fährt, ja. Ne? Da kommt ja Soy Milk und ja. Hier mal Rezepte von dem einzelnen. Also genau, also rechtsklick auf die Soybeane, dann siehst du alles, was du aus der Soybeane machen kannst. Das ja, ist nee, aber da ist ein Presser nicht mit bei. Nee. War der früher dabei? Sicher? Ja. Weil ich meine, er funktioniert ja trotzdem, ist ja nicht so. Ist auch egal, ich will, So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Tintenfisch. Ah, genau. Squid, klar. Man bekommt, wenn man die Soymilk
So. Wenn man die Sojamilch, wenn man Sojabohnen in den Presser packt, dann kommt da Silkentofu und Sojamilch raus. Und dann muss man den Silkentofu noch zu Firmtofu machen oder Firmtofu. Okay. So, ich habe jetzt einfach mal jetzt hier ein paar Tintenfische reingemacht. Oder andersrum? Die müssen für Atmosphäre sorgen. Das sind fast zu viele, glaube ich schon. Ja, ne? Big Pam gibt es alle. Die schwimmen halt auch irgendwie nur auf dem Boden. Das ist bescheuert. Also was die Schwimmmechanik betrifft, ist echt noch viel Spielraum. Die krebeln nur auf dem Boden rum. Och, ist das blöd. Da muss ich, glaube ich, echt so Zwischenetagen einfach reinziehen. Ah, okay, das heißt, ich brauche... Das sind zu viele Tintenfische, du bist ja irre. So. So, das dürfte rein. Ach, boah, ein Gräberwolf. Boah, ich bin erschrocken, ne? Oh, ohne Witz. Ich bin da gerade nicht runtergegangen, habe ich da also mit dem Schild im Bild. Und da steht hinter dem einen Baum so ein schwarzes Tier. Ja. Ich habe das erst überhaupt nicht realisiert, aber echt nur so, und das hat echt 3 Sekunden gebraucht, bis ich gecheckt, dass es ein Werwolf ist und ich mich erschrecke. Alter. Moin. Die Musik. Okay. Also, ich glaube, ich werde nächstes Mal bei dem Aquarium so Zwischenetagen einziehen, die halt unsichtbar sind, weil es dieses Glas ist. Und dann werde ich da immer so ein paar Fische platzieren. Weil auch die Tintenfische schwimmen halt echt nur auf dem Boden. Die bewegen sich nicht dreidimensional. Auf der Z-Achse. Das ist echt ärgerlich. Ne, es ist gar die Z-Achse, die Y-Achse. So. Dass wir hier wenigstens ein bisschen Aquarium, also diese Wassercontainer ist ja sonst so langweilig. Okay, so, wie war... Ach, 1.18 haben wir jetzt. Ja, was kann ich noch machen? Ich kann irgendwas machen. Ja, das, was das hier betrifft, könnte ich vielleicht auch mal bauen, dass man hier so eine Treppe hat, aber das will ich mit Jona eigentlich machen. Ach so, eins kann ich vielleicht noch erzählen. Und auch für dich, Herbert, weiß ich gar nicht. Und zwar habe ich ja ich gestern per Sprachnachricht informiert, dass ich mich wegen Echo mal ein bisschen informiert habe, ne? Und es gibt halt dieses 4-Pack, nennt sich das, wo man für $100 10 Keys kauft und $100 sind aktuell 84 Euro. Und da spart man Geld, wenn man das so macht. Da sparen wir, glaube ich, ungefähr ein Viertel an Geld. Also wenn jetzt jeder einzeln jetzt 28 Euro auf Steam bezahlt. Das können wir ja irgendwann demnächst dann mal in Angriff nehmen. Wenn wir auf Live in the Woods keinen Bock mehr haben. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Aber das ist dann wahrscheinlich irgendwann demnächst unser nächstes großes Ding. Was schwimmen die jetzt mal hier hoch? Nee, ne? Ne, sah eben so aus. Na gut, ich glaube, dann ist jetzt auch erstmal Schluss für heute. Ich stelle mich jetzt hier oben hin, dass ich weiß, was ich nächstes Mal machen möchte. Mal gucken, wie es dann aussieht hier. Herbert, machst du jetzt noch weiter? Du hörst ja auch auf jetzt. Ich versuche jetzt eigentlich noch, das im Großen und Ganzen aufzubauen, dass ich das... Okay. Dass ich das nächste Mal, wenn ich anfange, nicht vollkommen weiß, wo ich nicht mehr war oder so. Ja. Okay, das gut. Ist, ja. Dann stelle ich mich jetzt hier hin. Und dann, wenn wir nächstes Mal hier stehen, dann ist das wahrscheinlich schon... Hat sich ein bisschen entwickelt, der Bahnhof. Okay, dann war es erst mal mit dieser Aufnahme für heute. Und dann geht's nächstes Mal mit einem wunderschönen funktionierenden Energiesystem locker flockig weiter. Bis dahin, haut rein, Tschüssikowski und ciao. Tschüss.